Kann ich mich drüber aufregen? Habe ich aber schon. Hast du schon, deswegen können wir jetzt ohne Aufregen anfangen. DAW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zum DAW-Versteher-Podcast live aus den Räumlichkeiten des schönen, wunderbaren Storia-Mastering-Studios. An meiner Seite der wie immer frisch frisierte und wunderbar aussehende, mein lieber Freund, die goldenen Ohren von Holtwig, Björn Schlüter. Schön, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen euch natürlich hier in den schönen Storia-Mastering-Hallen. Hallen! Schön, dass du da bist. Zu meiner Seite, zu eurer Rechten. Keiner geringerer als der von mehreren Volksfesten und auch Kirmesveranstaltungen mittlerweile perfekt ausgebuchte Sänger von griechischen Volksliedern. Und Schiffschaukelbremser. Schiffschaukelbremser und auch jetzt, er geht auch dann auf große Deutschland-griechische Restaurants-Tour. Ja. Mit seiner Darbietung vom letzten Mal. Keiner geringerer als der liebe Jonas, Mr. Recording Block aus Wolbeck. Schön, dass du da bist. Yes. Ja, das hatte ich schon ganz verdrängt, dass ich ja letztes Mal performt habe quasi. Genau. Und ja, ich musste diesen Kommentar dann doch kurz aufgreifen. Irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber irgendwie im Wortlaut für die Kirmes reicht's. Ja. Und ganz ehrlich, du. Mehr als bei so manch anderem, würde ich sagen. Wenn ich drüber nachdenke, zum Beispiel haben wir letztes Mal auch, glaube ich, drüber gesprochen, der Kranger Kirmes oder so. Ich meine, da stehen ja auch 15.000 Leute vor der Bühne. Und so viel darf ich verraten, da habe ich schon gespielt auf der Kranger Kirmes, genau. Das heißt, ich schätze, wer solche Kommentare schreibt, hat noch nie vor 15.000 Leuten auf der Kirmes performt. Also von daher, ja, auf dich. Auf uns alle vor allem und auf diesen köstlichen Kaffee, den du uns hier kredenzt. Wunderbar. Es ist übrigens immer noch der leckere aus der Röstbar. Ja. Frau Meyers Mischung. Lecker. So. Mhm. Lecker geschlürft. Ja, ich habe tatsächlich, ich habe jetzt mir vorgenommen, nicht mehr Opa erzählt vom Krieg zu sagen, weil das irgendwie nicht angemessen ist. Also Opa erzählt von Waterloo. Waterloo? Habe ich, ja, keine Ahnung. Waterloo, dieses berühmte Lied von ABBA. Auf jeden Fall habe ich tatsächlich in meinem Leben schon vor teilweise wirklich krassen Audiences gespielt, vor großen Zuschauerzahlen, die nochmal eins unterstreichen, es ist schwieriger vor 10 Leuten zu spielen als vor 10.000. Es ist wirklich unfassbar. Es gibt ein Video, wo wir, ich glaube 94 so ungefähr, haben wir mit der Band, mit der ich damals gespielt habe, haben wir in den Rheinauen gespielt. Und ich erinnere mich in meiner Erinnerung eigentlich nur noch, dass wir rauskommen und die kompletten Rheinauen sind voll bis hinten durch. Ich weiß nicht, wie viele tausend Leute. Es gibt irgendwo bei YouTube noch ein Video, wo man das sehen kann, wie wir rauskommen und die Rheinauen sind komplett voll. Und erste Reihe steht einer aus Coesfeld, mit dem ich zusammen Abitur gemacht habe. Das heißt, du stehst vor unendlich vielen zufälligen Leuten und vorne in der ersten Reihe steht einer, den ich kannte, der aber nicht da war wegen uns, sondern der einfach da war und dann siehst du mal wieder, wie klein die Welt ist. Ich hatte vor 2 Jahren genau das Gleiche. Krass. Ich stehe, mittlerweile sind das ja andere Zeiten, ja, was so die Vernetztheit angeht, ne? Aber ich stehe vor 10.000 Leuten am 11.11. in Köln im Tanzbrunnen. Oh, das ist die, also das müsst ihr mal erlebt haben. Der 11.11. Auftaktveranstaltung Tanzbrunnen. Hammergeil. Mega. Ja, offizielle Eröffnung, ne? Wir haben da ich habe da bei der offiziellen Eröffnung gespielt, ne? Ja. Schlagzeug gespielt. Und da war auch irgendwie, so ein Medley, so ein Drinks-Medley war es, glaube ich, oder so. Und da war so ein Schlagzeug-Solo drin. Ja. Im Schlagzeug-Solo gespielt und gehe so von der Bühne, mach mein Handy wieder aus dem Flugmodus und hab direkt irgendwie 5 WhatsApp-Nachrichten. Sag mal, warst du das gerade mit dem Schlagzeug? Das warst du doch, oder? Wo ich so denke, was macht ihr denn alle hier? Ne? Warum reist ihr denn so weit? Aber klar, 11.11. Sessionseröffnung, ja, im Tanzbrunnen Köln. Aber das ist dann manchmal so, warst du das gerade? Oder ich habe auch schon mal die Geschichte von meinem lieben Freund Lukas Schaf erzählt. Sehr, sehr geiler Musikproduzent mittlerweile, mhm, in Berlin, ja, ansässig, hat in Münster studiert, unter anderem bei Henning Verlage. Und ich sitze in der, wie heißt der, Halle Münsterland, ne? Ja. Ja, Halle Münsterland, genau. Und bin bei Luke Mogwitch. Ja. So mit der ganzen Family von meiner Freundin und sowas. Und wir sitzen da und der hat ja seine Schülerband mit auf Tour. Seine Band, ja. Was ja nicht seine Schülerband war. Wie hieß die Band noch? Sprengstoff, genau. Sprengstoff. Ja, genau. Ja, und die fangen irgendwie an zu spielen. Und ich denke, jetzt ist der Lukas sehr charismatisch
vom Aussehen aufgrund seiner Haare. Ja, ja. Ich denke so, das ist doch der Lukas. Na, machst du heutzutage Handy WhatsApp. Raus, WhatsApp. Sag mal, kannst du mich mal ein bisschen mehr anstrengen, ja? Ne, wenn du schon in der Halle bist. Ja, den habe ich ja auch irgendwie 6, 7, 8 Jahre nicht gesehen und dann ist das der Zufall. Ne? Er hat aber nicht beim Konzert dann sein Handy hochgenommen und nochmal eben kurz geantwortet, oder was? Nee, tatsächlich, es gab eine Pause dann, glaube ich, in der Show. Oder zumindest gab für die Band. Ich glaube, die Band war nur am Anfang und am Ende irgendwie oder so. Ja, das war das letzte Programm von Luke. Ja, genau. Und da hat er irgendwann zwischendurch geantwortet, ey, wir müssen nachher auf jeden Fall noch ein Bier trinken. Und dann, als er abgebaut hat, haben wir uns dann noch kurz getroffen. Aber du, ganz ehrlich, die Musikwelt und die Musikerwelt und auch die Tontechnikerwelt ist klein. Total klein, ne? Tatsächlich. Ja, das muss man wirklich sagen. Und Köln Tanzbrunnen, in meinem alten Beruf habe ich ja viel mit dem Fernsehen zu tun gehabt. Ja. Und gegenüber vom Tanzbrunnen ist RTL. Ja, genau, das habe ich gelesen. Genau, und ich hatte mal einen Termin. Beim Parkplatz suchen. Genau, ich hatte mal einen Termin bei RTL und ich habe da kein Parkplatzproblem, weil die haben eine Schranke, klingelst du, kommst du rein, so, wenn du da einen Termin hast. Was muss ich da sagen? Genau, ist, hallo, hier ist der Restaurant-Tester. bin ich da reingefahren und habe nur gedacht, was ist denn hier los? Und wir steigen so aus, um rauszugehen für unseren Termin und in dem Moment kommt vom Tanzbrunnen, alles flippt aus und ich gucke so auf mein Handy, ach du Scheibenkleister, heute ist ja der 11.11. Ja. Und da kam gerade Brinks kam nämlich auf die Bühne und da ist der Tanzbrunnen explodiert und zwar von innen nach außen und umgekehrt, irgendwie keine Ahnung. Vor allem, ich werde nicht vergessen, vor 2 Jahren, das war ja noch zu Corona-Hauptzeiten, da ging es ja auch darum, ob man den 11.11. überhaupt stattfinden lässt, weil sich ja dann irgendwie auch noch 3 Tage vorher das, glaube das aktuelle Prinzenpaar, wenn ich nicht, also das Dreigestirn, Entschuldigung, irgendwie, glaube ich, mit Corona infiziert hatte. Und dann haben die ja so einen riesen Ring um die Stadt gezogen, wo du dann nur reinkamst mit Test, also negativen Test natürlich. Ja, hoffentlich. Und ich weiß noch, als er dann da in diesem im Tanzbrunnen, wenn du gut auf der Bühne ist, schon eine große Bühne, aber natürlich ist jetzt die Entfernung nicht so mega groß und du bist natürlich auch Backstage, gehst durch irgendwelche Räume, da machen das mit Maske und so. Ja, ja. Aber ich kann mich noch dran erinnern, dass, glaube ich, meine Corona-Warn-App dann irgendwie so in den nächsten Tagen im Peak, glaube ich, mal irgendwas um die 60 oder 70 Warnungen angezeigt hatte, wo ich so dachte, yo, das hat sich gelohnt. Aber toi, 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 also da ist zum Glück nichts passiert. Ja, war ja draußen. Also da konnte man ja tatsächlich was machen. Tanzbrunnen ist ja draußen, ist ja Open Air, von daher ist das wahrscheinlich... Ja, ist zwar so überdacht, ne? Also mit so einer, also richtig so eine feste Überdachung ist das ja, ne? Ich weiß gar nicht, aus welchem Material, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber apropos rumkommen und kleine Tontechnikwellen, ne? Ich war ja ein bisschen neidisch, weil du warst in Berlin letzte Woche. Ja, ich bin wirklich die letzten 2 Wochen gefühlt für mich nur gerannt. Das heißt, ich bin quasi aus dem letzten Podcast, aus der Aufzeichnung raus, hab die noch geschnitten, hochgeladen, noch irgendwie 10 Minuten die Füße hochgelegt und dann bin ich gefühlt eigentlich schon in den Van gestiegen und nach Berlin gefahren, weil in Berlin war wirklich richtig was los. Also ich war ja nicht nur wegen der Superboost da, wegen dieser Messe, sondern ich war auch wegen der Song-Challenge, die wir mit dem Producer-Network zusammen gemacht haben. Beziehungsweise da habe ich gesehen schon. Ja, und da bin ich beim Timo gewesen, in seinem Studio, beim Timo Krämer, liebe Grüße. Und wir haben dann erst eine Auftaktveranstaltung quasi gemacht, einen Livestream, und dann haben wir danach dann einen Tag zusammengesessen und Musik gemacht. Und das habe ich echt schon gefühlt, also Musik machen selber, einfach um des Musikmachens willen, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Nicht um jetzt irgendwas zu zeigen, irgendeinen Trick zu zeigen oder so. Ich brauche noch ein Pattern, muss ich noch irgendwas einspielen, ich brauche noch eben was zum zeigen. Nee, wirklich Musik zu machen, Da haben wir da gesessen und wir hatten eine große Auswahl an verschiedenen Patterns. Ich hatte auch was von meinem Field Recorder mitgebracht und haben uns eins ausgesucht. Und dann haben wir wirklich 2 Stunden oder etwas mehr haben wir dann zusammengesessen und einfach so eine Skizze entwickelt. Was ist der Timo von Haus aus? Ist der auch Gitarrist oder sowas? Oder? Der kommt irgendwie aus dem, also sein Herz schlägt im Metal. Ah ja, stimmt, da haben wir uns ja auf dem auf der Beatcon schon gehört. Genau, sein Herz schlägt tief im Metal, Gitarren auch nicht auf Drop D, sondern Drop C. Also Drop C, das ist 3 Halbtöne runter. Drops. Wirklich, das, ja, da ist der Drops wirklich schon fast gelutscht. Also da geht's, C, Cis, D, Dis, E, das ist eine Quinte, ist das, wenn man von E auf C runtergeht? Das wären eine Quinte, sind 5 Ganztonschritte und du hast jetzt 5 Halbtonschritte auf gezählt. Ich und Harmonielehre, ne? Von E auf C wäre eine Terz. Eine Terz, so, also eine Terz runter sind die Gitarren dann gestimmt und dann, so waren seine Gitarren auch alle gestimmt. Ich musste erstmal wieder hochdrehen, damit ich mit der arbeiten konnte. Und dann haben wir diese Skizze erarbeitet. Es war wirklich richtig geil, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Weiß ich noch nicht, ob ich überhaupt jemals einen Song mit jemandem direkt so zusammengeschrieben habe, wo man sich einfach nur die Bälle zuschießt
Und beide können die DAW bedienen und beide wissen sofort, wenn sie eine Idee haben, wie man da zügig hinkommt. Und das war so ein Riesenluxus, weil es stand der Kreativität nichts im Wege. Ich glaube, der Timo ist auch ein perfektes Beispiel dafür, für diesen Satz, never judge a book by its cover, so, ne? Total, weil er so ruhig rüberkommt, ne? Ja, genau. Auch wenn er seine Videos oder ich habe ihn ja auch, durfte ihn ja auch kennenlernen auf der BeatCon. Auch so diese ganze Hip-Hop-Rap-Geschichte, wo er ja sehr, sehr viel über das Producer-Network macht und ja, zeigt, das ist ja sein und Haupt... Und auch echte Credits hat. Genau, ne? Also das richtig, ist ja sein Haupterwerb. Ja, genau. Ne? Wo man dann auch denkt, da muss ja dann einer jetzt irgendwie ankommen, yo, und weiß ich nicht. Yo, Käppi da hinten und hast du nicht gesehen. Ja, also natürlich sind da alle Stereotypen und wir sagen immer selber, ja gut, ne, nicht alle Klischees und so, aber natürlich hast du immer Bilder im Kopf. Ne? Ja, und warum gibt's Klischees? Weil sie stimmen. Ja, weil ne, Ausnahmen bestätigen ja die Regeln. Ja, ne? Das in dem Fall auch. Und dann kommt dann halt einer so ganz, weiß ich nicht, so ein ganz normaler Dude halt. Tief entspannt. Genau, genauso nerdig wie wir auch sind, aber halt so, ja, ganz, ganz straight irgendwie und erzählt dir, ja, ich mach das und das und hier, ach, wie machst du das? Ach, cool, ja, ich mach das so. Okay, also so total entspannt, ne? ohne irgendwie so eine, ich muss jetzt, weil ich in einer gewissen Richtung arbeite, muss ich irgendeine Attitude haben und irgendwie mich so oder so Vielleicht ist das der Luxus vom Alter aber auch, weil Timo ist ja auch schon Mitte 40, ne? Das heißt, er hat auch schon viel erlebt und er hat diesen Satz dann so schön geprägt, den ich wirklich auch nur unterstreichen kann, es ist so schön, wenn man arbeitet und es sind keine Egos im Raum. Also es war jetzt nicht einer, der dringend seine Idee durchpumpen musste oder sonst was, sondern wir haben uns einfach die Bälle zugeschossen und dann kam da Rucki-Zucki nach diesen, was heißt Rucki-Zucki, 5 Stunden konzentriertes Arbeiten schon, ne? Aber sehr stringent kam dann halt diese Skizze dabei raus, die wir da entwickelt haben und waren damit erstmal richtig happy. Sind abends noch essen gegangen, schön in Berlin, da im Wedding und große Klasse, wirklich ein Riesenspaß und dann ging es für mich halt am nächsten Tag dann auf die Superbooth. Und, wahrscheinlich auch noch ein Bier getrunken, oder? Ja, oder auch 2. Okay. Genau. Dann, ich wollte ja nur sicher gehen. War auf jeden Fall lecker und ich habe einen fantastischen, ich habe an dem Tag zweimal meinen Lieblingskäse gegessen, nämlich Halloumi. Also der Quietschkäse. Ja, genau, Quietschkäse. In Griechenland nennen wir ihn auch Quietschkäse. Und habe dann einmal Halloumi-Falafel gegessen, haben wir Mittag gehabt. So eine Bude da, in Berlin gibt es ja überall Buden irgendwie. Also fantastische Falafel mit Halloumi und so weiter. In so einem tollen Park, in einem, wie heißt der Mauerpark, glaube ich. Da ist früher die Mauer entlang gelaufen. Ach so. Haben sie die Mauer weggeschliffen an der Stelle. Also oben noch so ein paar Elemente stehen lassen, die auch besprayt werden dürfen. Und der Rest ist im Prinzip so ein Grünstreifen, wo bei perfektem Wetter, und es war perfektes Wetter, der Teufel los war. Es war wirklich unfassbar, wie viele junge Leute, wie Multikulti das ist. Ich liebe Berlin. Naja, und dann waren wir wirklich sehr zufrieden mit der Skizze. Und ich war echt begeistert, dass ich mit so einem einfachen Thema vom Field Recorder dahin gefahren bin und mit einem Song, der wirklich schon vorzeigbar war, weggefahren bin. Und dann ging es danach zur Superbooth. Und auf der Superbooth war es wie immer, ich bin reingekommen und habe gedacht, was mache ich hier? Ähnlich wie auf der BeatCon. Es ist tatsächlich, du kommst da rein und überall sind irgendwelche Modular-Synthesizer, wird gelötet, werden Kabel gesteckt, werden Knöpfe gedreht, du hörst an allen Ecken und dann siehst du aber, dass das eben nicht für Leute wie mich, die das ja nicht können, wir müssen mit dem Sequencer arbeiten, einfach mit dem Sequencer, mit Samplern, um sowas hinzukriegen. Und da sind das dann aber so Step-Sequencer in Hardware, die dann gebaut sind. Und dann gibt's einfach Typen, die das wirklich bedienen können, ne? Die dann ja, und diese Modularwände da, ne? Das ist ja wirklich Wände. Ich habe Fotos gemacht, diese wirklich Wände voll mit Modular, wo nur Kabel drin sind. Dann gab's eine kleine Bühne. Ne, es war so die Größe von einem großen Hörsaal schon so quasi, eine Theaterbühne da im FEZ, das ist ja dieses Freizeitzentrum da, übrigens auch super gelegen in der Wuhlheide. Und dann kommst du da rein, dann stehen da 2 Typen, hat auch in Anführungszeichen wenig mit Musik zu tun, weil da einfach 2 hochkonzentrierte Typen hinter so einem Pult stehen. Und dann kam aber eine Kamera von oben und du hast gesehen, es war alles modular und du hast nur Kabel gesehen und irgendwie fummelten die jetzt so zwischen diesen Käbelchen rum, um an den Knopf zu kommen und dann machte das und das grufte einfach, war einfach gut irgendwie. Der Step-Sequencer lief durch, alle saßen noch ein bisschen am Kopfnicken irgendwie und fanden es dufte. Und auf der Bühne standen Dieter und Dieter.
Und die waren auch genauso alt wie Dieter und Dieter, wie man sie sich vorstellt. Aber die haben einen Sound abgefahren. Das war, dann, die hießen jetzt wirklich Dieter und die Dieter. Die hießen auf den, die hatten, also, die hatten zwei T-Shirts an und da stand Dieter drauf und Dieter. Ich weiß nicht, ob die Band vielleicht Double D heißt oder sonst irgendwie. Double D Project. Dann möchte ich aber was anderes erwarten, wenn das Projekt so heißt. Oder das Didi Project. Aber apropos Didi, sehr lustig. Mein Weg von Timo aus dem Wedding, dann mit dem Bus, also mit meinem Van, in dem ich gepennt habe, mitten in Berlin. Dann rüber zur Superbooth, war auch gepflastert von sehr interessanten Eindrücken. Denn wenn du durch Berlin fährst, siehst du ganz viele Plakate, wer alles gerade auf Tour ist. Ja. Wer alle gerade live ist. Und das, als erstes bin ich vorbeigefahren, da war ich schon total geschockt. Da war ein Plakat mit Didi Hallervorden mit seiner Spielpartnerin aus Nonstop Nonsens. Das war so eine Blonde mit so einem Bubikopf-Frisur. So die beiden auf dem Plakat live, wahrscheinlich in den Wühlmäusen, das ist ja das Theater vom Didi Hallervorden. Und ich habe gedacht, oh Gott, es gibt Sachen, die wollte ich nicht wissen. Fahr so weiter, sehe ein Plakat von Kings of Leon, da hat sich dann alles wieder bei mir entspannt, da habe ich gedacht, ah, siehst du doch, Berlin, mein Berlin, das ist mein Berlin, wa? Und dann fahr weiter, als nächstes die Scorpions, okay, ja gut, lagen zwar auch schon ganz gut, aber Scorpions, ich habe mal neben Klaus Meinl gesessen, fantastischer, netter Kerl irgendwie, wir haben so Abend gegessen. Und ich saß neben ihm und seiner Frau, also super Abend gehabt und fahr so weiter und dann sehe ich ein Plakat von The Who. So, und ich bin ein riesen Who-Fan. Das Who hat mich so Mitte der 80er, als ich die Platten von meinen Onkels ausgeliehen habe, total geprägt. Pete Townsend an der Gitarre, auch das Album White City, ein Mega-Album war für mich damals, dieser Song Give Blood mit David Gilmour zusammen. Kannst du heute noch richtig gut hören. Ein episches Werk. So, und fahr dran vorbei und denk so, jetzt reicht's aber. The Who auf Tour? Also, wenn ich gerade gedacht habe, die Scorpions werden spät dran, aber The Who, ja. The Who, Roger Daltrey und Pete Townsend sind also nochmal auf Tour. Du, irgendwann ist halt Konto leer. Ich weiß nicht, wenn sie demnächst jetzt noch anfangen, Elvis zu exhumieren, dann ist wahrscheinlich London wirklich offen. Oder Holland, wie man so schön sagt. Oder auch unschön. Auf jeden Fall sehr interessant, wer da alles auf Tour war. Und auf der Superbooth, ja, dann siehst du halt Leute, und das ist tatsächlich der spannendste Teil an der ganzen Geschichte, dass ich Leute getroffen habe, da wirklich also Zuschauer getroffen habe. Liebe Grüße an alle, mit denen ich Fotos gemacht habe. Super, hat einen Riesenspaß gemacht, einfach mal so in den direkten Austausch zu kommen. Dann Tillmann war da von Guitar Tunes, super Typ irgendwie, den ich irgendwie immer in Hamburg verortet habe. Der wohnt in Berlin. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich noch einen Tag früher hingefahren, hätte ich noch was mit Tillmann zusammen gemacht. Philipp von Abmischen Lernen habe ich gesehen und getroffen. Ich habe Lietze getroffen. Ich habe mich mit Lietze unterhalten. Ja? Das ist ein spannendes Thema, können wir gleich mal kurz drüber sprechen. Lietze von White Sea Studios. Ja, genau. Der ja Snake Oil, genau, heißt sein Format. Und Lietze hat ein Video vor Ort gemacht, hat einen Kameramann dabei gehabt, lief da so rum und hat dokumentiert, was auf der Superbooth los war. Und dann haben wir uns getroffen und haben kurz gequatscht und sind irgendwie rucki-zucki aufs Thema Atmos gekommen. Dolby Atmos. Ja. Und Lietze kommt ja so aus der analogen Welt eher rüber. Also ich glaube, die ersten Videos waren noch, wie er sich so einen Pult selber zusammenlötet. Also ganz am Anfang von seinem YouTube-Kanal. Und dann haben wir über Atmos gesprochen und er hat auch für sich festgestellt, dass er ein Stereo-Guy ist. Also er bleibt bei Stereo, beobachtet das jetzt von außen, hält das alles für einen Hype. Ich ehrlich gesagt auch, weil ich in meiner Blase findet Atmos quasi gar nicht statt. Ja. Aber er sagte auch, dass extrem viele Labels tatsächlich jetzt diesen Atmos-Hype gehen. Ja. Und das hatte mir der Timo übrigens auch gesagt. Der hat auch in die Charts reingeguckt und gesagt, okay, alles klar. Also da sind schon wirklich viele Songs jetzt in Atmos abgeliefert. Aber für mich ist das so, das ist so ein Wort, was so durch den Raum geistert immer mal wieder. Mhm. Aber mit meiner Blase, mit der Art, wie ich Musik höre, überhaupt nichts zu tun hat. Irgendwie. Also ich kenne extrem viele Studios, die auf Atmos umgestellt haben jetzt irgendwie. Also extrem viele, klingt jetzt auch wieder so überheblich viel, aber schon 10, 15 Studios in Deutschland und die haben massig zu tun. Ja. Einfach nur damit auch die ganzen Kataloge der Labels. Ach, die müssen ja auch umgearbeitet werden. Ja. Genau, also dann sprichst du mit einem, ja, ich mach gerade Atmos Master für, keine Ahnung, Yvonne Katterfeld, für die schiebe ich die Wolken weiter oder weiß ich nicht. Ne? Okay. So, ne, also ja, da sind wir dann wirklich ja jetzt schon 15 Jahre zurück oder sowas ja, dann, ne? Im Katalog. Einfach, wo die schauen, okay, was sind denn, also so hat er es mir jetzt auch erklärt, die Labels schauen halt, jetzt zumindest im deutschsprachigen Bereich, so, okay, was sind Songs,
ob die jetzt 10, 15, 20, 50 Jahre alt sind, die immer noch sehr, sehr hoch frequentiert gestreamt werden. Ja, okay. So, und das sind dann erstmal die Tracks, die jetzt auch in Atmos nachkommen, damit eben die Leute, und natürlich sind es sehr, 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 sehr wenige, die das dann wirklich konsumieren. Also in einer entsprechenden Umgebung konsumieren, nee, jetzt nicht über auch Kopfhörer. Ja, also ich würde mal behaupten, es gibt vermutlich keine 1000 Leute in Deutschland, oder? Die wahrscheinlich so ein Set da, also jetzt Konsumenten, nicht Konsumenten, ja, tatsächlich. Ich habe Studios. Ja, oder so, ja. Ne? Ich habe nämlich so ein Setup tatsächlich da vor Ort gesehen. Ich bin dann, es gibt ja verschiedene Hardwarehersteller auf der Superbooth, die auch ausstellen, also jetzt nicht nur Synthesizer-Zeugs, sondern auch Audio-Interfaces, Plug-in-Hersteller, Mikrofonhersteller und so weiter und so fort. Kann ich ja mal gleich kurz sagen, wer da war. Unter anderem waren halt eben Adam Audio da, die Boxen machen, und auch Focal. Und Focal hatte tatsächlich so ein Surround-Set aufgebaut. Das ist dann drauf. Draußen haben die so einen Garten, da sind dann verschiedene Zelte aufgebaut, so größere, und da drin hatten die so ein Atmos-Set aufgebaut. Und ich bin nicht reingegangen, habe es mir nicht angehört, habe nur dahinter gestanden, weil jemand drin saß und ich jetzt nicht warten wollte, und habe dann einfach mal mitgezählt, wie viele Lautsprecher ich denn da wohl gesehen habe. Und ich bin auf 11 Lautsprecher gekommen, die ich gesehen habe. Und ich glaube, die Subwoofer habe ich gar nicht gesehen, weil die waren wahrscheinlich irgendwo versteckt oder so. Das waren 3 von vorne. 1, 2, 3 von vorne, 4 von oben sind 7 und nochmal 4 von hinten, also Side und ganz hinten. Es waren insgesamt, haben sie mit einem riesen Rack irgendwie oben diese 4 Boxen noch von oben auf den Hörplatz ausgerichtet und so weiter. Perfektes Setup. Und bin dann später bei Adam Audio gewesen, weil ich den Alex kenne, der die Presse macht. Der kommt bei uns aus Telch, direkt aus dem Nachbarort. Hm. Und haben uns getroffen. Und Adam Audio macht am Rande bemerkt auch immer eine gute Party am zu der ich aber dieses Mal nicht gefahren bin, weil ich wollte den weiten Weg nicht machen. Aber habe dann mit Alex kurz gesprochen, habe ihm gesagt, dass ich gerade bei Focal gewesen bin und dieses riesen Setup gesehen habe. Ich sage, ist ja super irgendwie, dann verkauft ihr demnächst an die Studios nicht mehr 2 Speaker, sondern 11. Ja. Ist doch super. Also ein Kunde, 11 Boxen statt 2, hast du mal eben den Gewinn, also zumindest den Umsatz vor 5,5-facht irgendwie, und muss ja noch einen zweiten Subwoofer dazustellen. Also bis wie habt ihr denn euren Umsatz so mächtig hochgefahren? Ja, Atmos. Gleicher Kunde, kauft aber das 5-fache an Boxen irgendwie. Aber das zum Setup, das war jetzt perfekt ausgerichtet da auf dem Ganzen. Aber wer hat das zu Hause, bitteschön? Also, ja, das meine ich ja. Ne? Also es ist ja, wird ja über Kopfhörer konsumiert. Ne? Ja. Das ist einfach. Also Apple ist ja, glaube ich, noch exklusiv dann, ne? Apple hat auf jeden Fall, das habe ich dann auch von Lietze gehört, da wirklich ein richtiges Auge drauf und ein hohes Interesse daran, das durchzudrücken. Ja, ja, und es ist ja schon so, dass Apple da auch ein gewisses Wörtchen mitzureden hat auf dem Markt. Also die können schon ziemlich vieles, naja, entscheiden, tun es nachher die Konsumenten, aber klar, man kann den Konsumenten ja schon in eine sehr, sehr gewisse Richtung bedrücken. Aber ich bin der gleichen Meinung wie Lietze, oder haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. Ich kann mir, also Atmos wird es auch, das glaube ich, es ist eine Modeerscheinung, ja, aber es wird auch in Zukunft Atmos geben. Also da bin ich mir sicher. Ich will dem ja diesen super Faktor gar nicht absprechen. Ich bin immer so ein Early Adopter gewesen, jemand, der eine Technik früh annimmt irgendwie. Das hat auch unter anderem dazu geführt, dass als damals der Formatkrieg zwischen HD, DVD und Blu-ray kam, ich mal wieder aufs falsche System gesetzt habe. Das heißt, ich habe im Keller noch zwei HD-DVD-Player und einen Riesenschrank mit HD-DVDs, die ich teuer gekauft habe. So wie mit dem Super-Audio auch wahrscheinlich. Genau. Ne? Und es gab eben damals dann aber auch diese DTS-Konzert-DVDs. Ich glaube, DVDs waren das. Oder Super Audio CDs gab es auch mal, ne? Ja. Und auch das Zeug steht bei mir im Keller. Jetzt habe ich im Keller allerdings auch eine Surround-Anlage stehen, die zwar für Kinosound ausgelegt ist, was anderes als Musik, aber durchaus bei Musik funktioniert. Und wenn ich mich da hinsetze und mir tatsächlich mal The Dark Side of the Moon oder Dream of the Blue Turtles von Sting oder sonst was, solche so DTS-Werke höre, Hell Freezes Over von den Eagles, das in richtig geilem Surround, was ja Dolby Atmos sein soll, das ist schon. Ja, eine ist ja nochmal was anderes, ne? Ja, ja, aber das ist halt auch so ein Surround überall her Sound. Grundsätzlich ging es aber bei diesem DTS-Ding ja nicht darum, wie bei Atmos Sachen frei im Raum zu positionieren, sondern es ging um diese, um ja doch, eigentlich auch schon. Doch, so eine Räumlichkeit auf jeden Fall. Aber du sitzt halt mittendrin, ne? Es ist halt aber ein optimierter Raum bei mir im Haus, wo ich wirklich dann mich da hinsetzen muss, damit ich diesen Sound habe und nicht dabei im Bus sitzen kann und das genießen kann oder so. Du, ganz ehrlich, ich war schon an Produktionen beteiligt, die eben für 5.1
Dolby. Ist ja auch Dolby-Format, ne, oder? Ja, es gibt DTS und Dolby Surround, hieß es, glaube ich. Ja. Sonst DTS. Aber ich, also man merkt schon, dass ich da auch mal wieder sehr viel fähiges Halbwissen habe. Ja. Also ich war da beteiligt, dann irgendwie an den Stereo-Sachen war ich beteiligt und dann wurde das nachher quasi auf 5.1 übertragen. Ne? Und das war eigentlich immer, wie man so schön auf Englisch sagt, a pain in the ass. Weil letzten Endes hast du ja nur dafür gesorgt, dass diese Räumlichkeit eben, also diese Ambience-Geschichten, ne, die du dann hast, die Musik, wenn du da jetzt eine Rockband oder eine Metalband hast, dann möchtest du ja irgendwie bei 5.1 nicht, dass die Bassdrum jetzt plötzlich von hinten rechts links kommt oder hinten rechts. Links, ja, sondern es geht ja dann einfach mehr darum, mehr so dieses Live-Erlebnis zu haben. Ja. Aber wenn du auf einem Konzert stehst, dann natürlich hörst du nun mal 360 Grad als Mensch, was hier schön ist. Ja. Aber trotzdem stehen die Boxen ja in der Regel vor dir. Ja, und die sind ja beim Live-Konzert sogar Mono. Das darf man ja auch nicht vergessen. Bei vielen Konzerten sind die Boxen tatsächlich, obwohl links und rechts ein Turm steht, Mono, damit eben jeder alles hören kann. Ne? Ja. Ja. Von daher ist natürlich, ist jetzt das nicht so die ganz große Herausforderung, da irgendwie jetzt die Instrumente da wild zu verteilen. Und das ist ja bei Atmos anders. Zumindest Dinge, die ja auch für mittlerweile dann ja auch für Atmos produziert werden oder gemischt werden. Ja, ne? Diese Übernahme von Stereo-Mixen auf Atmos macht, also das ist ja das, wo ich immer denke, das ist der größte Quatsch halt ist, ne? Bullshit! Ja, aber das ist ja auch nur meine persönliche Meinung, ne? Es wird mit Sicherheit auch Leute geben, die sagen, das ist so geil, ich kann es mir nicht mehr anders anhören. Ja, ist ja okay, ist ja mehr als legitim. Die ne, das ist, du, das ist genauso wie Leute sagen, boah, ich habe einmal Bier mit Kirschsaft getrunken, ich trinke nie wieder was anderes. Weiß ich nicht. Ich habe ja zu Hause die Beatles in Mono. Ja. Yeah. Habe ich bestimmt schon mal berichtet. Und ja, mit Sicherheit hast du schon öfter die Beatles. Das, vor allem die Beatles in Mono, weil die wurden ja damals in Mono grundsätzlich erstmal abgemischt. Das heißt, die Hauptenergie im Mix ging ja in den Mono-Mix rein. Und Stereo war dann das Abfallprodukt. Vielleicht ist das vergleichbar mit heute, dass man auch sagt, erstmal hat keiner ein Abspielgerät. Damals gab es ja auch keine Abspielgeräte für Stereo. Das hatten nur die teuren oder die Leute, die sich leisten konnten. Ne? Und so weiter. Und deswegen, ein Freund von mir sagte immer, Stereo ist eine Erfindung der Plattenindustrie. Hat er recht? Ja. Genau wie der deutsche Buchpreis eine Erfindung des deutschen Buchhandels ist. So, aber irgendwas muss man ja machen. Aber das spricht dem Format sowohl beim Buchpreis als auch bei Stereo ja nicht vielleicht seine Berechtigung ab. Vielleicht sollten wir auch einen Preis vergeben. Bitte? Vielleicht sollten wir auch einen Preis vergeben. Weißt du, so den... Den legitimen bester Kaffee in Holtwick-Preis, oder? Der DAW-Versteher-Preis, wenn du deine DAW verstehst, weiß ich nicht. Okay, können wir drüber nachdenken. Entwickle ich dann mal was. Vielleicht kann ich ja mal, ich frage einfach mal Midjourney, ob sie mir ein Logo generieren. Midjourney ist so eine Bild-KI. Ach so, ja. Eine kostenfreie. Und dann soll die mir mal ein Logo entwerfen für einen Preis. Dann können wir mal gucken. So, dann verleihe ich den dem Papst in seiner Daunenjacke. So, das gab ja dieses berühmte Bild, der Papst in der Daunenjacke, in dieser Turn. Hast du das mitgekriegt? Nee. Hat so eine KI, hat irgendjemand gesagt, mach doch mal, es gibt so eine berühmte Rapper-Daunenjacke, so eine ziemlich große, weiße, edel aussehende. Und da hat er wohl der KI gesagt, hier, mach doch mal den Papst in dieser Daunenjacke. Und das Bild ging um die Welt und zeigte dann jetzt, also so täuschend echt, dass du denkst, ja, das Ding wirklich getragen. Also unfassbar gut. Und dann sage ich der Midjourney einfach mal, dass er mir mal ein Logo dafür entwerfen soll für einen DAW-Versteherpreis. Dann machen wir eine Preisverleihung und der Ehrenpreis geht dann auch direkt an dich. Ja, natürlich. Also ist ja wohl klar. Ist ja vollkommen klar. Oder wir verleihen das goldene Quarkbällchen. Am Bande. Das goldene Quarkbällchen am Bande. Das klingt doch fantastisch. Okay. Midjourney, machen wir mal ein Bild vom goldenen Quarkbällchen am Bande. Mal gucken, was da rauskommt. Wie spannend. Naja, aber zurück zu Atmos. Also Lietze war auch der Meinung, erstmal beobachten, von außen gucken und Stereo verliert ja seine Berechtigung nicht dadurch. Ganz im Gegenteil, ne? Und das habe ich halt eben in der Woche auch mitgenommen. Der Songwriting-Prozess selber ist ja trotzdem erstmal, es wird mal ein Song gemacht. Ne? Es wären wahrscheinlich zwei komplett unterschiedliche Ansätze, ob du dich hinsetzt und sagst, so, ich mache jetzt mal einen Soundscape für Atmos oder sonst was, oder ich mache einen Song. Naja, das am Rande nur. Also wie gesagt, Lietze getroffen, Foto habe ich gepostet, übrigens bei Instagram, habe an meinen Freund Björn gedacht, der gesagt hat, hier mach du mal was bei Instagram. Habe ich dann auch gemacht. Also mein Instagram abonnieren, wenn ihr das Foto sehen wollt. Oder einfach mal reinschauen. Wenn ihr alle vier Monate mal ein Bild sehen wollt, ja, müsst ihr das Instagram machen. Ich bin
ehrlicherweise der Meinung, ich hab's lieber, wenn einer mal hin und wieder was Wichtiges postet, anstatt dich ständig zuzumüllen und in diesem digitalen... Deinen Kaffee musst du jeden Tag in diesem posten. Digitalen Rauschen unterzugehen. Ich find's lieber, so ein Highlight zu setzen, gefällt mir persönlich sehr gut. Aber übrigens Instagram, um das mal kurz aufzugreifen, ne? Ich habe da auch so ein soziales Experiment laufen im Moment. Du bist ja auch bei Instagram. Du bist ja, ja, so, ich war ja zwischendurch mal megamäßig aktiv bei Instagram. So richtig krass, ne? Und ich habe auch sehr, sehr aufwendige Sachen gemacht und vor allem auch sehr, sehr teure und sehr, sehr exklusive Workshops besucht. Oder du gibst Workshops? Nein. Achso, du hast sie besucht. Genau. Zum Thema Instagram. Oder was heißt Workshops? Webinars waren das. Also zum Thema Instagram richtig machen oder was? Ja, genau. Mhm. Und da ging es dann auch teilweise um so Insights und sowas. Ja. Das ist alles so ein bisschen, wie soll man das sagen? So illegal nicht, aber es ist alles irgendwie so, wo man sich dann gefragt hat, okay, Warum sagt ihr das nicht einfach allen? Das ist doch okay. Ja, ja. Also es waren relativ exklusive Sachen, die auch relativ teuer waren und sowas teilweise. Man muss das sagen, das hat jetzt irgendwie, hat mir ja auch geholfen. So, ne? Instagram ist auch immer noch meine Hauptplattform, auf der ich aktiv bin. Ja. Also das, ja, so bei mir YouTube. Genau. Und für so ein popeliges, ich will mich ja gar nicht selber abwerten, aber auch für ein popeliges Marketingstudio in Deutschland habe ich schon eine ganz gute Reichweite, immer noch einigermaßen, sage ich jetzt mal. Eines der Top-Studios in Deutschland. Ja, selbstverständlich. So, nicht so kleiner machen. So habe ich es gestern Abend zumindest auch noch gelesen. Ja, ja. Habe irgendwie jetzt mittlerweile knapp 6.000 oder sowas und davon ist auch keiner gekauft. Wenn jetzt einige kommen, ich kenne da aber ein Studio, die haben aber, ja... Ne? Der einfachste Trick. Ich kenne auch einen osteuropäischen Anbieter bei eBay, der dir mal eben 1000 Follower verschafft hat, oder? Ne? Der einfachste, ich hatte am Montag noch einen Kunden hier, einen Freund auch, der Ricky, liebe Grüße, wenn du das hörst. Bipolar Official, elektronische Musik, DJ, Producer aus Düsseldorf. Mhm, cool. Da sagt er, ja, kennst du hier, ich habe jetzt den Namen schon vergessen, bla bla bla, Mastering, ne? Der ist ja richtig krass, ne? Irgendwie habe ich aufs Profil geschaut, so 12.500 Follower. Ja. Also, krass. Oh, Respekt. Ne? Ja. Und dann klickst du auf den ersten Beitrag und der neueste Beitrag hat 13 Likes. Und du denkst, ja. Das ist mit Sicherheit kein Fake, das ist genau so, ist das richtig. Alle 13 Dauerverfolger haben geklickt. Ja, ne? Mama, Oma, Tante, Schwester, nein, muss ja jeder selber wissen. Ne? Geschenkt, ja. Ich habe super, super viel gemacht bei Instagram und habe eine gute Reichweite gekriegt. Und dann ist mir das aber auch irgendwie so ein bisschen irgendwie auf den Zwirn gegangen, weil du wiederholst dich ja. Das nützt ja nichts. Irgendwann drehst du dich im Kreis. Ne? Ja, und dann denkst du dir mal so, boah, post jetzt wieder hier. Great day in the studio, worked on. Ist ja new stuff, ja, es ist Daily Business. Genau, halt. Daily Business, wie es irgendwie ist. Und natürlich diese ganze Content-Planung und sowas, ne, da musst du natürlich was überlegen, verschiedene Formate machen, ne, so wie du das ja bei YouTube auch machst, ne. Ja. Aber irgendwann, ich bin ja kein Educational-Typ, also mit meinem Studio, ne, ich mache ja hier nicht irgendwie Hofer 2.0 oder irgendwas, ne. Was soll ich Mixing-Tipps geben oder irgendwas, der 148.000. Kanal sein, findest der sagt, keine Ahnung, mach dein Bass-Mono, weiß ich nicht, ne? Und ich sehe das ja auch täglich bei Instagram, was viele andere Studios machen und ich kann die Studios nicht auseinanderhalten, weil jeder versucht einfach, keine Ahnung, irgendeinen erfolgreichen Account halt zu kopieren. Und das nenne ich mit digitales Rauschen. Ja, das genau. Ist einfach alles gleich. Das geht mir auch mittlerweile richtig auf den Zwirn, muss ich sagen. Das ist weder unterhaltend, noch fesselnd, noch interessant, noch irgendwas. Ja. Deswegen habe ich in den letzten, also jetzt seit Anfang des Jahres sozusagen, habe ich ganz wenig gemacht bei Instagram. Mhm. Was ich relativ häufig mache, sind Stories. Aber gezielt dann. So, genau, wo du auch wirklich was zu erzählen hast. Ja, also Stories, es gibt eigentlich bei mir jeden Tag eine Story. Ja. Irgendwie, dann verlinke ich halt mal einen Künstler oder halt irgendwie, woran ich gerade arbeite oder mache einfach mal ein Video, wenn ich gerade am Exportieren bin oder keine Ahnung, ne, halt auch mal mein Gesicht da rein. Einfach nur,
das ist, glaube ich, finde ich, gerade jetzt für so ein Studio oder so auch wichtiger, dass die Leute, dass man immer wieder einfach im Gedächtnis ist von den Leuten. Genau. Und da kannst du genau das gleiche schreiben, great day in the studio, working on, ne, schöner Tag im Studio, arbeite heute an einem Rockalbum. So. Hardcore, Metal, Hip-Hop. So, was ist das jetzt für eine Information? Wenn ich die jetzt selber lese von anderen Studios, dann denke ich ja auch nicht, ja, yeah, nee, echt? Yeah. Da möchte ich gerne mehr drüber erfahren. War denn da auch, jetzt gab's nicht? Denn da auch, Kannst du auch Bassdrum? Genau. Also, ne, das muss man ja auch mal so ehrlich sagen, wie es ist. Ne? Wenn du wirklich was richtig, wie du schon sagst, ich habe hier irgendwie einen coolen Dude getroffen, den ich halt nicht jeden Tag treffe. Ja, genau. So, darüber kann man ja, ist es natürlich wert zu berichten. Jetzt werden einige sagen, ja, aber so funktioniert Social Media nun mal. Ja, aber wieder zurückzukommen auf das Experiment, meine Reichweite sozusagen hat sich immens eingeschränkt, dadurch, dass ich eben nicht mehr aktiv war. Ja, ja. Weniger aktiv war. Genau. Ne? Und ich habe auch irgendwie, weiß ich nicht, 200 Follower verloren oder sowas. Ja. Dann in der Zeit. Die hast du aber, glaube ich, vorher auch nicht gehabt. Ja, das ist ja so, Quatsch so. Ja. Ne? Und ja, dieses Ganze, das ist wie ein Spiel. Das ist wie eine Lotterie und ein Spiel und ein Glücksspiel, ne? Was da rauskommt. Ich glaube, wenn du halt einfach nicht authentisch bist, dann bringt dir das alles von vorne bis hinten halt einfach gar nichts, ne? Und ich habe mich mal mit einem Produzenten unterhalten, der, habe ich schon mal erzählt, Latin Grammy Awards auch gewonnen hat. Mhm. Ne? Genau. War letzte Mal Thema, ne, beim Stem Mastering. Der haben uns auch so unterhalten und der, also wie gesagt, mehrfach Latin Grammy gewonnen so. Ja. Das heißt, schon bekannter Dude so. Und der hatte irgendwie, keine Ahnung, 300 Follower bei Instagram oder so. Ne? Und da sagt er auch zu mir, boah, wie hast du das gemacht? Ist das irgendwie fake? Hast du die gekauft? Ja. Und hin und her habe ich gesagt, nee, so und so, das und das und das und das hart und das. Hart erarbeitet. Mhm. Ja, und was ist letzten Endes der Erfolg dadurch? Na gut, dann sagst du halt, okay, Marketingplattform generell, Werbeplattform nach außen Relevanz hin. Relevanz natürlich. Genau, Relevanz, Social Trust, dieser ganze Kram. Und da hat er zu mir gesagt, boah, ich bin echt froh, dass ich schon, das ist jetzt schon 5 Jahre her, dass ich schon Ende 40 bin und irgendwie dieses ganze Ding gar nicht so mitspielen muss, in Anführungsstrichen. Ja. Ne? Wo ich auch gedacht habe, ja klar, vor 20 Jahren hat es halt anders funktioniert. Ne? Aber es war vor 20 Jahren ja deutlich schwerer, an Leute ranzukommen. Reinzukommen in diese in das ganze Ding. Weil heute brauchst du ein Handy mit einer Kamera, ne? Ja. Also im Zweifel noch nicht mal. Im Zweifel nimmst du irgendwelche Stockfotos, was ja auch ganz häufig passiert, dass Bilder geklaut werden. Ja, ne? Dass ich dann irgendwie von irgendjemandem eine Nachricht kriege, ey, hast du gesehen hier, dein Studio ist da und da, wird da gezeigt. Das sind dann halt diese Profile, wo du nicht so ganz genau weißt, was ist jetzt deren Interesse ne? Daran. Und dann musst du da was hinschreiben und dann hast du erstmal ein Business. Dann hast du erstmal ein Digital-Business. Ne? Ja, diese Fake-Accounts, mein Freund Jan Löchel, der bei uns in der Nachbarschaft wohnt, der übrigens auch gesungen hat auf dem Song, den wir dann mit Timo gemacht haben. Das war sehr schön gesungen? Ja, sensationell sogar, möchte ich behaupten. Das war im letzten Livestream, habe ich gezeigt, wie und was er aufgenommen hat. Habe dazu noch auf ein paar Vocals aufgenommen, noch Gitarren aufgenommen und so weiter. Aber Jan hat halt auch das Problem, dass ganz oft sein Account komplett kopiert wird. Mhm. Und dann heißt das irgendwie nicht Jan Löchel Music, dann heißt das Jan Löchel, was weiß ich, Daily oder sonst was irgendwie. Ja. Und dann wird darüber auch dieser Social Trust, dieses soziale Vertrauen aufgebaut irgendwie. Dann kommen halt Fans von Jan da drauf, liken das, bleiben dabei. Und irgendwann schreiben diese Fake-Accounts dann, hey, super, mach gerade eine Charity-Sammelaktion, wenn ihr dabei sein wollt, PayPal hierhin und so weiter. Und dann zocken die sich schön darüber, bei Henning Wehland übrigens auch alter Freund von Jan, und Sänger von den H-Blocks unter anderem gewesen, ne? Genau, Söhne Mannheims und so weiter. Die beiden sind ja auch sehr close. Bei Henning das Gleiche, dass dann immer diese Accounts gehackt werden, geklaut werden und dann irgendwann einer sagt, ey, gib mir mal Geld. So. Und das ist der Trick an der ganzen Geschichte. Du kommst kaum, ist kein Mal, dass ich Jan nicht treffe, wo er mir wieder sagt, ey, kannst du mal kurz bei Insta reingeben und einen Account melden, da hat mich wieder einer gekopiert. Mhm. Das ist doch unfassbar, was da eine kriminelle Energie hintersteckt und vor allem, wie viel Geld darüber bewegt wird, dann trotzdem mit diesem erschlichenen sozialen Vertrauen. Weil der Aufwand ja nicht groß ist. Du brauchst dafür ja nichts. Nee, du brauchst nur ein, ich
rede das jetzt mal, das soll jetzt nicht despektierlich sein, aber ich sag mal, du brauchst nur ein kleines Büro in Indien, so ein kleines Internetbüro, die hauptberuflich so, ja, also ich komme auf Indien, weil es gibt bei YouTube gibt's so einen Kanal, die pranken solche Büros, die das machen. Ja, das habe ich, ja, hab ich schon mal erzählt. Ne? Ja. Das sind also Hacker, die Hacker hacken, ja, quasi. Genau. Ne? Und das finde ich extrem. Wo die dann deren Namen sagen und ja, so. Ne? Ja, das finde ich. Und die hacken sich dann in die Videokameras, die in ihren Räumlichkeiten drin haben, rein und beobachten die, während die gerade reinlegen, was total spannend ist. Irgendwie. Also wirklich Schadenfreude hoch 1000, wenn man diese Videos guckt. Und deswegen sage ich, irgend so ein Büro in Indien oder sagt Pakistan oder sonst was, irgendwo, wo eine Internetleitung steht und jemand gerade dringend Geld verdienen muss, alles legitim, die müssen alle auch ihre, nicht legitim, aber alles auch nachvollziehbar, weil die müssen auch alle ihre Miete bezahlen, was zu essen kaufen und so weiter, und das ist für die vielleicht der Weg. So, geschenkt, über Moral wollen wir immer nicht sprechen, aber trotzdem ist es eben, dass das überhaupt da ist, ne? Weil wenn du letztendlich überlegst, diese sozialen Medien sind ja eigentlich dafür gedacht, Facebook war ja ein Freunde-Ding, dass man seine Freunde beieinander hat und die über Highlights im eigenen Leben informiert. Hin und wieder mal, dass da diese Riesenblase und dieses Rauschen raus geworden ist, geschenkt. Und letztendlich, YouTube ist auch ein soziales Netzwerk, deswegen muss ich da vorsichtig wird auch sein. Immer, ne? Wird auch immer stärker, ne? Genau, deswegen ist das mein soziales Netzwerk, das ich bespiele. Ich glaube, YouTube hat, ich meine, TikTok ist number one so im Moment. Ja. Und ich glaube aber, YouTube ist auch stärker als Instagram, ne? YouTube ist insgesamt einfach eine, also ist erstmal die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, ja, genau. Hinter Google. Und ja, oft unterschätzt, weil es immer so mit entweder mit diesen Prank-Videos, mit Gaming-Videos, mit sonst was Videos in Verbindung gebracht wird, aber es ist halt eine riesen Werbeplattform und eben auch Social Trust sind wir wieder bei Vertrauen. Ja, und auch Nachrichtenplattform. Ne? Für mich ja auch wichtig. Ne? Ja. Also deswegen bin ich der Letzte, der sich darüber hinauswirkt. Aber wo sind wir gestartet? Bei Dolby Atmos waren wir, glaube ich, zuletzt. Wir waren beim White Sea, wie heißt der nochmal? White Sea Studios heißt der YouTube-Kanal und Lietze heißt der Betreiber, genau. Mit den langen Spaghetti-Haaren. Genau. So. Genau. Also du warst noch eigentlich warst du noch auf dem imaginären Rundgang der Superbooth. War immer noch auf der Superbooth, habe verschiedene Leute getroffen und wie gesagt, ganz fantastische Leute getroffen. Auch Andreas Balaskas habe ich getroffen, Mastering Engineer aus Berlin, der seinen Dynacue da wieder vorgestellt hat, jetzt in Version 2. Und da sind wir im Prinzip schon beim Thema. Es gab halt auch eben Sachen, die ich sehen konnte, Plugins, Hardware und so weiter. Und für mich mal ganz spannend, weil wir haben ja schon oft über Kopfhörer zum Beispiel gesprochen. Für mich ganz spannend, ich war dann am Stand von SPL. Den Sascha von SPL da getroffen und Sascha hat mir den Phonitor mal vorgestellt. Der Phonitor ist im Prinzip so ein Kopfhörerverstärker mit eingebauter Korrekturmatrix, der so das Überblenden, was wir normalerweise, das Crossfeed zwischen zwei Boxen simulieren soll und so weiter. Spannendes Teil und ich wollte einfach mal hören, ob das Teil denn eigentlich, was es macht und ob es das wirklich wert ist für einen, ich sag mal auch wieder despektierlich, für einen Kopfhörerverstärker über 1000 Euro auszugeben oder mehr, kannst du ja wirklich, ne? Der große Phonitor kostet richtig Asche. Und dann guckst du auf das Gerät, siehst erstmal Sampling-Frequenz bis 768 kHz hoch, also ist auf jeden Fall schon mal für Audiophile, also nichts für mich, ne? Dann den Kopfhörer da rein. Und dann war es aber ganz blöd, im Prinzip ähnlich wie bei einem Musikladen, in dem du sitzt und mal einen Gitarrenverstärker anspielst, ne? Also früher, wenn du bei Musik produktiv reingekommen bist, hast du 27 mal Highway to Hell gleichzeitig gehört, weil es noch keine Booths gab, in denen die Boxen standen. Und oder was weiß ich, egal. Jetzt bloß keine Ohrwürmer heraufbeschwören. Nothing else matters. Ja, ja, und dann kriegst du halt bei SPL, hat der Sascha dann die Musik angemacht, hat mir einen Kopfhörer gegeben, so ein Audiz-Kopfhörer, das ist ein offenes Teil. Im Prinzip offener Kopfhörer ja gut, ne? Und Audiz auch keine schlechte Marke, ganz im Gegenteil. Aber dann kriegte ich halt Musik vorgespielt, die ich nicht kannte. Das heißt, ich konnte die erstmal nicht einjustieren. Ich wusste nicht, wie sie normal klingen soll und habe dann umgeschaltet. Und die Unterschiede für diesen Phonitor waren für meine Ohren jetzt schon recht subtil. Also das war jetzt nicht wie ein Plugin, was dann irgendwie so alles zurechtrückt oder so. Das war eher subtiler, bestimmt feingliedriger. Aber allein die Tatsache, dass da extrem viele Leute drumherum waren, die ich alle gehört habe, durch den offenen Kopfhörer, dann die fremde Musik. Ich habe zu Sascha gesagt, du musst mir mal, es gibt eine günstigere Variante vom Phonitor, die lasse ich mir mal zustellen und dann höre ich nochmal und mache das mal in meiner geschlossenen Umgebung. Das ist so ein bisschen wie früher auf der Musikmesse in Frankfurt, wenn du da in die Schlagzeug, wenn du da diese Tür von der Schlagzeughalle aufgemacht hast und überall. Da kam auch so ein Rauschen raus. Und überall liefen die ganzen Schlagzeuger. Jeder hatte so ein paar Sticks in der Hand und lief diese Beckenwände immer ab. Kling, 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 statt. Boah, ey, da bin ich auch jedes Mal mit doppeltem Gehörschutz rein. Stell dir mal vor, du arbeitest, du. Ja,
Ich habe schon mal auf einer Musikmesse gearbeitet tatsächlich. 3 Tage. Und das war eigentlich, da ging es eigentlich mehr so um Educational-Kram auch, ja, ne? Um Musikschulen und beziehungsweise um so Bläserklassengeschichten und so. Da ging mir schon so tierisch auf den Zwirn, weil irgendwo gibt's immer so einen Stand, wo es irgendwie so ein nerviges Percussion-Instrument oder sowas gibt, was dann so mehr oder weniger so Werbezwecke oder weiß ich nicht, weißt du so? Ja, oder ja. Und irgendeine jetzt auch völlig aus der Luft gegriffen, aber irgendeine 50-jährige Musik- und Religionslehrerin gibt's immer, die sich dann dahinstellt und irgendwas performt. Da sind wir mal wieder bei Klischees, Barfuß, Batik und so ja, Geschenk. Nein, also nein, ist ja Geschenk, aber das ist echt, genau, ja. Also ich kann das komplett ja nachvollziehen, wenn du wirklich auf so einer Messe kannst du dich informieren, ja, da kannst du rumrennen, kannst ja Leute treffen, aber wenn du kannst da nichts, das ist genau wie, ich fahre jetzt zur Superbooth, um Monitore zu hören. So, ja. Ja, die musst du schon schön zu Hause hören. Ja, ja, ganz spannend. Ne? Vielleicht auch in dem Raum, wo du den ja, ja, genau, möchtest. Aber interessant war halt dieser Audiz-Kopfhörer. Das SPL und Audiz waren direkt gegenüber. Mhm. Und ich hatte den Audiz-Kopfhörerstand gesehen und dann kurz mir geguckt, weil ich kannte den Namen gar nicht, und dann geguckt, welche Preisrange haben wir denn da hier? Oh, also gehoben. Jetzt könnte man natürlich sagen, 1.000 oder 2.000 Euro ist viel für einen Kopfhörer. Ja, ist es. Klar. Aber wenn das deine Hauptabhöre ist, und du nur darüber arbeitest, wie viel haben wir für Lautsprecher ausgegeben? Ein X-faches. Also zumindest wir beide, ne? Ja. So, da kommst du also mit 1.000, 2.000 Euro nicht hin. Und bin dann so mehrfach um diesen Stand drumherum geschlichen, aber da war immer so viel los, dass ich gedacht habe, nee, machst du nicht. Bin dann irgendwann abends haben Ingo vom Producer Network, der Chef vom Producer Network und ich haben dann entschieden, wir gehen nicht auf die Adam Audio Party und sind dann abends dann noch, dann findet auch immer Musik statt, sind Bühnen aufgebaut und so weiter. Und dann haben wir dann Tune Girl gesehen. Habe ich das hier schon erzählt? Dir habe ich das schon erzählt, ne? Tune Girl ist, wir kommen an so eine Beachbühne im Prinzip, also Beach aufgeschüttet irgendwie, dann Bühne aufgebaut und wir hören Musik, geht richtig zur Sache, alle so Hände oben, alle am Feiern irgendwie so, der Drop wurde gefahren, alles war super und Ingo und ich kommen so darauf hin und sehen so die Crowd, wie die so richtig abgeht, ich benutze jetzt ganz bewusst diese Wörter, es ging richtig ab, es war ein richtig geiler Rave im Prinzip. Und dann gucken wir auf die Bühne und auf der Bühne stand Sabine Lamprecht, unsere ehemalige Verteidigungsministerin, also optisch zumindest. Das heißt, die Musik war ein richtig harter Rave und du guckst auf die Bühne, da steht halt eine 60-jährige ältere Dame, kurze blonde Haare, so eine fast schon eine Dame Edna Brille auf und du kriegst irgendwie Bild und Ton gerade nicht übereinander, weil du denkst, okay, alles klar, da sind wir wieder bei Vorurteilen in dem Fall. Ja. Ne? Und ich habe mich selbst so geschämt, dass ich da jetzt irgendwie so eine 20-jährige Marusha im Bikini erwarte hätte oder sonst was irgendwie für Tune Girl eben und eben nicht eine 60-Jährige mit kurzem Blondhaarschnitt und wahrscheinlich schon gerade Oma geworden und so weiter. Aber wer bin ich denn? Ich bin ja auch schon Anfang 50, ne? Und die Dame hat einen extrem feinen Stiefel aufgelegt, hat die Menge wirklich gerockt von vorne bis hinten und es war wirklich so geil und ich kau seitdem darauf rum, dass Tune Girl einfach auch real ist, genauso wie der 70-jährige Metal-Freak, weil der einfach schon immer Metal gehört hat. Diese ganzen Bilder, die brechen weg irgendwie. Es ist nicht nur die Musikszene und das alles ist nicht mehr einem Alter vorbehalten, sondern ganz im Gegenteil. Mhm. Es gehört in jede Altersschicht rein und je später wir in dieses Jahrtausend reinkommen, umso mehr. Ne? Also und deswegen, also das war wirklich mega geilen Abend gehabt und dann, ich war ja bei Audiz, bin dann in mein Van, hab dann gepennt, irgendwie noch ein bisschen gearbeitet und am nächsten Morgen habe ich gedacht, komm, gehst du früh auf die Messe, dann ist nicht so viel los und hab meinen Shure HD 650 eingepackt, den hatte ich bei, falls ich was hätte arbeiten müssen. Sennheiser. So, mein Sennheiser, Entschuldigung, nee, doch, Sennheiser HD 650, ja genau. Und hab den HD? Sennheiser? Ja, Sennheiser HD 650, heißt ich und Namen, weißt du? Und den eingepackt. Das jetzt kann mehrere Synapsen geplatzt. Ja, ja. Hab gedacht, wenn ich den jetzt einpacke, dann kann ich ja zum Audiz-Stand gehen und kann ich ja, vielleicht habe ich Glück, dass ich die nebeneinander hören kann. Weil ja, den HD 650 habe ich zu Hause, den kenne ich ganz gut und der ist auch wirklich ein weit verbreiteter Kopfhörer, so in der 350-Euro-Region irgendwie, also schon deutlich mehr als der Beyer Dynamic DT 990, den ich auch großartig finde. Der kostet nur 150 Euro, ist wirklich sein Geld wert. Auf jeden Fall den eingepackt, dann zum Audiz-Stand hin, habe gefragt, darf ich hier AB hören? Und hatte erfahren von dem Sascha von SPL, dass Audiz jetzt eben nicht nur 2.000 Euro Kopfhörer hat, sondern jetzt gerade brandneu den M100 rausbringt. Mhm. 450 oder 500 Euro, ist aber noch nicht raus. Der lag da aber. Dann habe ich gedacht,
Na komm, bei dem traue ich mich. 2000 Euro höre ich nicht rein, hinterher finde ich den noch geil und will den haben. So, also den 500 Euro genommen. Erst mein HD650, dann hatten die, sehr geil, hatten die Wandler da stehen, da konnte man sein eigenes Handy dran anschließen. Mhm. Also Kabel, einfach Handy dran, hast deine Playlist angemacht und so, da konntest du deine Musik hören. Das schon mal total sehr, viel wert gemacht, ne? Und dann habe ich eins meiner Lieblingsalben angemacht, 15 Minutes von Nick Kershaw. Mhm. Super Album übrigens. Ich habe neulich festgestellt, dass er in jedem Song die gleichen Akkorde benutzt. Sehr interessantes Konzept. Okay. Auf jeden Fall super, super geiles Album angemacht und dann meinen HD650 aufgesetzt. Ja, so kenne ich das irgendwie. Auch offen, also es waren schon wieder Leute da, aber es ging noch so gerade. Und dann habe ich den M100 aufgesetzt und habe gedacht, ach guck mal. Ist das der gleiche Song? Nochmal den HD650 aufgesetzt und mal wieder zurück und hab wirklich gedacht, da hätte jetzt einer die 3D-Anlage angemacht. Irgendwie so. Aber jetzt nicht, weil einer den Loudness-Regler angemacht hat oder den Bexy-Q vorne und hinten hochgedreht hat oder sonst was irgendwie. Nee, es war einfach der Eindruck, dass aus Musik, die über den HD650 plötzlich flach wie eine Tischplatte klang, über den M100 Raum kriegte und Platz hatte und atmete und der gleiche Song. Und dann war ich erstmal echt begeistert, aber auch gleichzeitig frustriert, weil ich wurde jetzt den Kopfhörer kaufen. Jetzt verdammt nochmal diesen Kopfhörer kaufen muss. Ja, gut, so viel zu Audis irgendwie. Was ich noch an Hardware gesehen habe, war tatsächlich, das war spannend auch, von UHE gibt es einen neuen Kompressor. So. Brauche ich noch ein Kompressor-Plugin? Ich vermute nein. Ein Plugin, ein Plugin, genau. Brauche ich einen Kopfhörer, brauche ich einen Kompressor? Nein. Hast du denn schon welche? Ein Kompressor? Ich hab im Keller einen Kompressor stehen, mit dem kann ich Autoreifen aufblasen. So, ja, gib mal bei Google Kompressor ein, mal gucken, was bei rauskommt. Auf jeden Fall. Apropos Kompressor, ja. Darf ich kurz einen? Ja, gerne. Am Montag habe ich hier, wie gesagt, seit langem mal wieder eine Mastering-Session vor Ort gehabt mit jemandem, ne? Habe ich ja eben vorher erzählt. Ja. Und er ist auch ein sehr interessierter Mensch, so als Produzent. Und warum benutzt du jetzt das und warum benutzt du das? Und dann war halt der Moment, wo ich Parallelkompression machen wollte. Schnelle Attack, Release in Time von dem Song. Ja. Und halt, keine Ahnung, 10, 15 dB Gain Reduction, Make-up Gain 10, 15 dB rauf. 10% Mixregler. Ja. So ein Standard halt. Parallel. Ich frage kurz, welche Release nimmst du? Eine 16. Note oder eine? Kommt auf das Tempo an und dann eben auf den Vibe vom Song. Okay, alles klar. In dem Fall war es jetzt tatsächlich, ich glaube, eine Millisekunde Attack habe ich, glaube ich, gemacht. Ja. Ne? So, jetzt könnt ihr hier die Settings mitschreiben. Yes, ne? Mitschreiben. So, eine Millisekunde Attack. Aber schnell. Genau. Aber dann, nicht zu schnell. Dann habe ich eine 16. Note von dem Tempo gehabt. Das waren 123 Millisekunden, glaube ich, oder so. So, dann hatte ich eine Ratio von 6 zu 1. Den Threshold so weit runter, dass es an den lautesten Stellen irgendwie, ich glaube, so 15 dB Gain Reduction war. Make-up Gain 15 dB wieder reingedreht und den Mixregler, ich glaube, auf 8 oder 9%. Wow. So Parallelkompression eben. Ne? Ja. Also gerne nochmal zurückspulen, alles mitschreiben. Wenn ihr das macht, dann klingt ab jetzt alles perfekt. Ja. So, ich wollte halt einfach, ich habe gehört, okay, die Transienten, Drums und so, da ist alles volle Pulle da, aber ich brauche irgendwie ein bisschen mehr. Ging natürlich auch, weil elektronische Musik ging natürlich auch gewissermaßen um Pegel ein bisschen um Loudness und hin und her. Und da habe ich halt gedacht, ich brauche Parallelkompression, also mache ich Parallelkompression. Ja, was benutzt du denn da jetzt für, ne, und hin und her? Das habe ich ja ganz oft, ne, habe ich ganz oft das, ja, was hast du denn da benutzt und so? Ja, den Stockkompressor von Studio One halt, weil der hat eine Attack, der hat eine Release, der hat eine Ratio und Pressure und der hat einen Mixregler. Der Mixregler, das Wichtigste. Weil ich will ja nicht, dass der soll ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, der soll mir jetzt kein Beet pflanzen und der soll mir auch nicht die Schuhe zubinden, der soll einfach Parallelkompression machen. Und, ne? Was die wenigsten ja wissen, du kannst den, du kannst die Sidechain auch abfiltern. Das heißt, also du kannst sogar sagen, dass du im Bassbereich, dass er nicht auf die tiefen Frequenzen hören soll. Wobei das bei Parallelkompression ja oft genau gewünscht ist, dass er das tut. Ich sag nur, dass er das auch könnte. Ne? Du könntest da sogar noch hier nicht nur der hat einen Low-Cut und einen High-Cut im Sidechain, der hat auch sogar noch einen Bell-Filter, glaube ich, im Sidechain. Also ganz ehrlich, ne, das war dann so, ja, und was benutzt also jetzt? Welchen starken Stoff hast du da? Ja, und ne, was für krasses Zeug und keine Ahnung, wo jemand so denkt, ja, Stockkompressor von so jemand. Nur als Beispiel, ne? Oder warum nimmst du denn jetzt den Pro-Q, um bei 1 Kilohertz ein dB anzuheben?
Warum nicht den Fettfilter? Weil der, ja, den meine ich ja. Also, ach so, warum benutzt du jetzt den Fettfilter? Der Pro-EQ ist ja. Ja, weiß ich nicht. Gewohnheit. Ich könnte jetzt auch den Studio One, ich könnte jetzt auch, weiß ich nicht, name it. Ich könnte auch einen TDR Nova nehmen oder ne? Egal. Aber das ist dann immer, ich finde das ja ganz interessant. Ich finde das ja auch total berechtigt. Ganz ehrlich, vor 15 Jahren war ich genauso. Warum nimmst du denn jetzt den? Ja, weil er hier steht, ne? Ja, bis du die Antwort aber hast. Und wenn du die Antwort verarbeitet hast, dann hast du es, ne? Ganz so. Genau. Aber das war wieder so ein schöner Moment, so, wo ich so dachte, ja, was benutzt denn da jetzt? Ja, das ist der Stockkompressor. Ja. Die Magie ist eben nicht, ne? Die Magie ist eben nicht das Plugin, sondern die Technik. Aber Intention. Deswegen zurück zu dem Kompressor. Was kann denn jetzt dieses Kompressor-Plugin? Naja, ich ergänze noch kurz, dass der Stockkompressor von Logic Pro Audio, übrigens von Logic Pro X, übrigens auch ein fantastischer Kompressor ist. Der sieht auch cool aus. Der hat auch viele Features, so versteckte Features, glaube ich. Ja, und der hat sogar Saturation mit an Bord. Ja, das meine ich. Genau. Also wirklich auch ein fantastischer Kompressor. Vor allem der rote, der hat so verschiedene Farben. Der rote ist dem Red von Focusrite nachgebildet. Ja, okay. Tolles Teil. Also, das nur am Rande. So, also UHE, neuer Kompressor. Brauche ich einen neuen Kompressor. UHE. Ja. Und ist, glaube ich, eine deutsche Programmierstimme. Nicht von Gott. Auf jeden Fall stehe ich hinter dem, da steht so ein Typ, erklärt diesen Kompressor einer jungen Dame, die sehr interessiert war, aber nicht so ganz so viel wusste wie ein Kompressor. Ich glaube, die war einfach nur interessiert. So, aber die hat sich das alles schön angehört, was er erzählt hat, was er alles für Features hat und so weiter. Ich stand dahinter, hab mir das angehört, mein Englisch schon ein bisschen trainiert. Und faszinierend aber in dem Zusammenhang, dass dieser Kompressor eben drei verschiedene Oberflächen zum Beispiel hatte. Also eine für Einsteiger, die jetzt nur zwei Knöpfe haben, mal eben schnell komprimieren, dann einen für Fortgeschrittene und einen Advanced, wo du wirklich dann das komplette Paket nochmal hattest. Und als die junge Dame dann zur Genüge informiert war für ihren Geschmack, ich habe so wie so eine kleine Rauchwolke aus ihrem Kopf rauskam, ging sie dann zur Seite und dann habe ich mit ihm gesprochen, konnte er auf Deutsch sprechen, weil die Schmiede aus Deutsch kam und dann kam aber irgendwann der Entwickler dazu, weil es war ein Feature drin, das ich eben nicht kannte und das war rotierende Phase Dingsbums irgendwie, keine Ahnung. Kommt aus dem Nee, eben nicht. Also die Idee hinter, ich erkläre jetzt mal die Idee, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Die Idee ist, dass du das Signal hast, parallel das Signal leicht in der Phase shiftest, dann, damit kannst du die Transienten irgendwie bearbeiten und die runder abgestalten, dass sie nicht zu hart, also frag mich nicht irgendwie. Es klang total faszinierend und er sagte, der Programmierer sagte dann, er kannte das auch nicht, er hatte das mal irgendwann in einem Beitrag über Rundfunktechnik gelesen aus den 80ern. Und hatte sich, als er den Kompressor programmiert hat, daran erinnert, dann nachgelesen, wie es funktioniert und dann integriert und dann audiophil festgestellt, aha, funktioniert gut. Mhm. So, ne? Das Ding hat auch so einen ganz speziellen Namen, den ich jetzt vergessen habe. Deswegen werde ich mir davon auf jeden Fall die Demo mal runterladen, weil das will ich einfach mal hören. Also es war jetzt wirklich ein Feature, was du eben nicht in jedem Kompressor drin hast. So, ne? Und die Tatsache, dass das wahrscheinlich so um die 100 Euro liegt und alles mitbringt, irgendwie, was ein Kompressor haben muss. Also da war jetzt kein Voodoo dabei. Es war alles da. Es war schön aufgeräumt, sah super aus, hatte extrem viele Sidechain-Funktionen, Pre-Listening, sonst was. Ja, aber welchem berühmten Hardware-Kompressor war das denn nachempfunden? Keinem. Ja, dann ist das doch nix. Ja, genau. Gab es denn da einen Analog-Button? Nee. Ja. Kann nix, ne? Ein bisschen, da muss der Rauschen anders hinzu. Ja, genau. Na, also die Charakteristika wären, ich habe danach gefragt, ob der auch so verschiedene Modi hat und so weiter. Ja, die sind in den Voreinstellungen, kann man die so grob abrufen, aber letztendlich ist das ein eigenständiges Plugin, was einfach ein eigenständiger Kompressor ist, cool. Ist so, ne? Und trotzdem. Ich will ja auch gar nicht immer über irgendwelche Emulationen so bashen. Trotzdem bin ich darüber da weggegangen und hab gedacht, ja geil, ne? Aber es wäre jetzt der 27. Kompressor in meinem Arsenal, brauche ich den wahrscheinlich nicht. Dieses eine Feature werde ich ausprobieren. Aber testen kann man das ja mal, also um einfach zu hören, was das halt macht. Genau, ne? Ja. Und kann ja sein, Feature, dass es irgendwas Geiles macht. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren und werde dann berichten. Und wenn ich es cool finde, weil ich mache ja nur Videos über Sachen, die ich cool finde, würde ich da wahrscheinlich auch ein Video zu machen. Das war zumindest im Softwarebereich so das Highlight, möchte ich nicht sagen. Es gab noch einen Vocoder, den Orange Vocoder von, habe ich vergessen. Es war so ein von, fällt mir gleich wieder ein, der auf jeden Fall auch ein cooles Vocoder-Plugin war, weil Vocoder ist so ein bisschen, das funktioniert nicht immer so gut. Also viele Leute setzen auf Hardware irgendwie, Software ist nicht immer cool und so weiter. Das war aber ein cooles Vocoder-Plugin. Das dazu, aber um das noch eben abzuschließen, die Superboost war ein voller Erfolg. Ich bin nach Hause gefahren, war total glücklich irgendwie und habe mich dann wirklich auf die Song-Challenge mit dem Producer-Network gefreut, weil dann stand ja an, der Timo hatte das ganze Ding nochmal kurz fertig gemacht, mir nach Hause geschickt und dann stand an Vocals-Produktion. Und ich habe ja gerade schon über Jan Löchel gesprochen, mein Freund.
Und Jan ist halt wirklich die magische Stimme für mich persönlich und hat dann hier sein Voodoo. Die goldene Stimme? Ja, die goldene Stimme von Wolbeck quasi. Und hat dann sein Voodoo drüber ausgestreut. Und da habe ich dann zum ersten Mal seit langem mal wieder so einen Aha-Moment gehabt. Wenn du mit jemandem arbeitest, der sein Handwerk einfach extrem gut versteht, der mit vielen Leuten zusammengearbeitet hat. Also wenn man über Jan spricht, dann ist Jan Löchel vielleicht kein Begriff. So, ne? Aber er hat unter anderem gesungen den Song Infinity vom Guru Josh Project. Guck mal bei YouTube rein, 2008er Version, Guru Josh Project Infinity heißt der Song. Die Stimme, den Song kennt jeder. Hat Jan gesungen, Welthit gesungen. Ne? So, dann hat er gearbeitet, unter anderem mit den Bosshaus gearbeitet. Natürlich mit den H-Blocks, weil das seine Roots sind irgendwie. Ja. Er hat damals für und mit Ivy Quaino den Song geschrieben, mit dem sie damals aus The Voice rausgekommen ist. Steht auch eine goldene bei ihm in der Ecke. Und so weiter und so fort. Mit Max Giesinger gearbeitet. Sag was, er hat mit allen gearbeitet. Und dann hat er halt, habe ich ihm das Ding hingeschoben und habe gesagt, guck mal, ob dir was dazu einfällt. So, einen Tag später schickt er mir ein Ding zurück, wo ich gedacht habe, ach, guck mal. Schon wieder? Ach, guck mal. Der feine Herr versteht ja wirklich sein Handwerk. Und du sitzt da wirklich, also nicht nur, dass er irgendwie einen Text geschrieben hat und sich eine Melodie hat einfallen lassen. Nein, er hat auch sofort den kompletten Vocal Sound geprintet, also wirklich auch mit Sound gearbeitet, mit Saturation, mit Vocal Synth gearbeitet, mit Formant-Shifting und so weiter und so fort. Das ganze Ding dicht produziert, irgendwie keine Gesangslücken gelassen, noch hier noch einen rein und da noch so eine Wiederholung und so weiter. Dann das Arrangement runtergekürzt. Wir hatten, Timo und ich hatten erstmal klassisch auf Song geschrieben, irgendwie Strophe, Refrain, C-Teil, Refrain, Refrain. Und er hatte das dann runtergeschnitten, kompatibel gemacht auf 2 Minuten 15. Text drauf. So. Und ich habe da wirklich gesagt, ich saß am Küchentisch, habe das Ding abgefahren und meine Frau saß neben mir und sagte nur, wow. Und ich auch so. Also jetzt nicht Welthit oder so, aber du hörst wirklich die hohe Qualität von jemandem, der sein Handwerk wirklich da versteht. Ne? Welthit wird es ja erst, wenn es dann gemastert ist. Ich habe ja schon Prognose abgegeben. Der Song heißt jetzt, also dann hat er auch seinen Namen plötzlich gekriegt, weil Text und Melodie kamen jetzt dazu. Song heißt jetzt Without Me und ist im Prinzip eine Geschichte über jemanden, der in der Beziehung feststellt, pass mal auf, ich glaube, es wäre besser für uns beide, wenn wir jetzt mal getrennte Wege gehen. Nicht, weil ich ein Auge auf eine andere geworfen habe, sondern weil unsere Welten sich anders entwickelt haben und vielleicht bist du besser dran. Ich hab dich so gern und ich möchte, dass du noch weiterkommst. Vielleicht ist es besser, wenn du ab jetzt ohne mich weitergehst. Ne? It's better, you're better off without me. So, und hab dann in dem Zusammenhang Welthit schon gedacht, Billie Eilish soll sich ja gerade auf dem Wege befinden, sich von ihrem Typen zu trennen. Und wenn die den Song, you're better off without me, anstatt von Miley Cyrus jetzt mal unseren Song nehmen würde und unter eine von ihren Insta-Stories drunter packen würde, das würde mich mal interessieren, ob das dann dem Song auch den passenden Lift geben würde. Also ein guter Song ist ja ein guter Song, ist ein guter Song, aber du brauchst ja Gelegenheit und Reichweite, um den auch erfolgreich zu machen. So, und letztere beide sind nun mal schwer zu beeinflussen. Ne? Also vor allem Gelegenheit vielleicht noch, aber vor allem Reichweite dann darüber zu generieren, ist schwierig. Ne? Und da habe ich schon gedacht, boah, das wäre jetzt mal ein echtes Experiment für mich herauszufinden, wenn Billie Eilish unseren Song You're Better Off Without Me unter eine ihrer Insta-Stories so Marke. Darfst du ja rechtlich nicht. Ja, vielleicht kann sie sich das gerade so leisten. Aber, den Rechtsstreit, meinst du? Ja, genau, mit uns. Aber ob das wirklich so ein Song dann wirklich an die Stelle pushen würde, wenn du so ein prominentes Ding hättest, irgendwie das denn machen. Also das kriegt man wahrscheinlich nicht heraus, aber herauskriegen kann man auf jeden Fall, wie der Song rausgekommen ist, indem man sich meinen Livestream nochmal anguckt, den ich gemacht habe. Das ist, und ja, am kommenden Dienstag beim Producer Network dann einschaltet, um da zu gucken. Also erstmal heute, wenn ihr das hier seht, ist ja Sonntag. Das heißt, heute guckt auf jeden Fall bei San Cruso, beim lieben Robin rein. Der macht noch Vocalproduktion und Beat dazu, soweit ich weiß. Und hat er uns zumindest versprochen. Ich bin mal gespannt, ob ihm überhaupt noch was dazu einfällt, weil wir so viel gemacht haben. Und ja, es war wirklich... Oh, das war jetzt aber schon... Nee, weil es einfach schon so dicht ist, dass man... Wir müssen eigentlich erst eher weglassen. Aber habe ich zu Ingo auch schon gesagt und zu Timo, ist ja besser haben als brauchen. Und ja noch eine Extended Version. Und dann gibt's nämlich am kommenden Dienstag beim Producer Network im Livestream bringt der Timo dann seinen Mix mit und dann sollte der Song weitgehend fertig sein und wir haben noch nicht entschieden, wer mastert. Ja, das...
das überhaupt in Frage zu stellen, ist ja schon schwierig eigentlich. Aber weil Timo kann auch mastern. Das stimmt. Aber wir könnten ja auch mastern, oder? Timo kann auch mastern, aber ja. Ich sag mal so, dann doch mal ein unbeteiligtes Paar Ohren. Ne? Ich würde sagen, wir berichten im nächsten Podcast in 2 Wochen und damit schließt dann auch quasi mein Bericht von der Superbooth, mein Trip nach Berlin. Und ein Reisetagebuch. Spannende 2 Wochen, die ich hinter mir habe und auch noch eine spannende Woche, die vor uns liegt, bis der Song tatsächlich fertig ist. Und dann müssen wir mal überlegen, was wir damit tatsächlich machen, nach dem Mastern. Vielleicht hat da noch jemand eine Idee. Ja, und in 2 Wochen sehen wir uns dann auf jeden Fall hier bei den DAW-Verstehern wieder. Hier im Storia Mastering Studio und schalten Sie in 2 Wochen auch wieder ein, wenn unser Freund Björn Schlüter sagt: Musiktheorie ist nur was für Leute ohne Fantasie. Bam! Okay. Ciao! Jassas. Rick Beato hat keine Fantasie. Du. Das setzt mich auch immer unter Druck mit diesem Spruch. Da muss ich mir mal irgendeinen Scheiß einfallen lassen. Ja, aber der war nicht schlecht.